So, endlich mal geschafft jetzt so. Ich dachte schon, ich komme mal wieder nicht aus dem Haus. Weil die Frau irgendwie überfordert ist. Das Haus sieht aus wie Sau. Da mochte ich gar nicht aus dem Haus gehen. Jetzt fängt es bald wieder an zu regnen, aber ich bin nochmal schnell losgefahren. Und jetzt habe ich eine Engelbar gekauft, 7 cm mal 7 cm. Ja, so sieht das Ding dann aus, ne? Und die schneide ich jetzt alle nur so lange Stücken ab. Und dann ist das ein guter Fuß. Dann kommt hier ein Loch rein und da ein Loch rein. Und dann zwei Stück. Und dann habt ihr ja vielleicht im Livestream gesehen, die Skizze. Und dann ist das der Fuß. Das sind dann die Füße für das Dach. Und genauso werden das auch die Verbinder. Die werden alle nur so lang abschütteln. Den Fuß schweiße ich vielleicht dann noch hier zu, damit der Post da wirklich so drin steht. Das schauen wir mal. Ja, wenn wir gerade hier draußen sind, können wir nochmal das schrottige Bambus zeigen. Also das erste Stück Bambus. Das war das hier. Und das ist. Oha. Und das ist gar nicht so schlecht. Ja, und dann haben die halt sowas gebracht hier. Das ist schon ein bisschen dünner. Ich habe die jetzt alles auf 2,50 Meter ungefähr abgeschnitten. Ich habe die auf 2,50 Meter abgeschnitten, um zu gucken, okay, kann ich daraus auch einen Carport bauen. Aber die sind da schon teilweise zu dünn. Also der erste wäre noch okay, aber. Das ist alles Rotz. Und dann gerade auf die Länge hier, das sind ja 4,50 Meter Länge und irgendwie 4,50 Meter Breite. Das Gerüst würde eigentlich auch halten und so, aber da kommen dann ja Alubleche drauf. Die sind so 80 cm breit und auf die Länge hier, auf die 4,50 Meter oder was. Wenn dann mal Wind ist, dann bewegt sich das doch, ne? Und dann schaukelt das und das ist halt unheimlich laut, ne? Wenn so ein Blech in Bewegung kommt, und das wird in Bewegung kommen bei den Dingern. So, jetzt nehme ich einfach ordentlich richtige stabile Füße aus Stahl und dann kaufe ich noch ganz viele von denen hier. Die sind, das wird reichen. Also die Füße kommen dann quasi hier so rauf, hier so zack, da kommt dann der Post rein. Das wird auf die Länge sein und dann ja, kommen hier so drei Stück quer rüber, auf jeder Seite von der Mauer hier drei Füße und da auch und dann drei Balken rüber und dann noch ganz viele quer. Da nehme ich dann aber die dünneren, die sind dann halt nicht 5x5 cm, sondern 2,5x5 cm hochkant gestellt, geht das dann auch. Ja, vielleicht schweiße ich dann noch mit dem Flachstahl hier. Mache ich dann noch vielleicht die Seiten von dem Fuß zu. Mal gucken. Braucht man eigentlich gar nicht unbedingt, glaube ich. Mal sehen. Ja gut, und ein kleines X muss wohl noch rein, ne, damit das Ganze nicht irgendwie so in Bewegung kommt. Ne. Und hier können wir gerade ganz schön unsere Ameisen sehen. Ja, wo laufen die lang? Kann man das sehen im Licht? Ich weiß es jetzt nicht. Ich halte mal einfach drauf, ja, kann man gut sehen. Das ist unser Ameisen-Highway. Da laufen die so lang. Dann kann ich auch noch schnell die Feder kaufen, 250 PS. Achso, die Engelbar hat jetzt 1750 Pesos gekostet. Das ist ein bisschen mehr als 30 Euro. Okay, you show the camera. Ups, sorry. Ja, ich habe ja auch noch einen alten Schockabsorber von meiner. Wegen meinem Motorunfall, das alte Motorrad, das braucht ja zwei neue. Einer war aber in Ordnung. Vielleicht nehme ich auch den, gefällt mir eigentlich besser, würde auch reichen. Und dann noch, so ein Ding kostet übrigens auch nur 20 Euro. Ein so ein Stoßdämpfer. Und das hier ist quasi die Halterung von der Achse. Also hier kommt quasi so ein Achsschenkel oder so ran, wie das heißt. Und hier ist der Reifen. Und da ist dann die Feder zwischen.
Und da ist es dann am Beiwagen unten irgendwo festgeschweißt. Ja, und das ist das Partyzelt hier, so ein 3 Meter mal 4,50 Meter Ding. Ja, muss man mal gucken. Werden wir noch sehen, wenn es aufgebaut ist. Ja, ich bin ja auch ein fauler Sack manchmal, gebe ich ja gerne zu. Vielleicht bin ich deswegen auf die Philippinen gefahren, weil so ein Bimbo nicht so viel kostet, man weiß es nicht. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Aber jetzt kann ja mein Helfer noch nicht gerade hier kommen und so, weil noch kein Moped da und bla und alles. Jetzt musste mir selbst helfen. Jetzt ist es auch blöd, so einen 6 Meter langen Träger mit 25 Kilo irgendwie so einen Tisch zu haben, denn für die Cut-Off-Säge und da hinten dann noch irgendwie eine Halterung. Also macht man sowas auf dem Boden irgendwie. Ich habe es ja auch schon mit dem Rücken irgendwie da dann immer so stehen, ist auch scheiße. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen optimiert und das sieht jetzt so aus, dass ich auch den Fußschalter, das mache ich jetzt anders. So geht das viel besser. Jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Jetzt kann ich nämlich auch gerade stehen und warte nur ein bisschen ab. Ist eh laut hier. Lassen einfach sägen den Scheiß. Ja. Ich muss noch 18 so eine Winkel sägen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf da. Das ist mir jetzt zu nervig. Da kann ich lieber noch mal reingehen, mir kurz ein Biskuit holen oder ein Cookie und dann komme ich 2 Minuten später wieder, dann ist das fertig. Gut Ding braucht Weile. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen traurig, jetzt holt meine Frau mich gerade rein, ich bin da draußen am Sägen und ja, wir haben hier unsere Dusche, wir haben nicht so viel Wasserdruck, deswegen füllen wir das Wasser in so einen großen Eimer hier, show the bucket please baby, und ja, jetzt liegt hier die kleine Maus drin, ey. Die haben wir ja schon vor Monaten entdeckt. Und ich habe dann schon fast überlegt, eine kleine Falle zu kaufen, also nur so einen Käfig. Ich würde die nicht töten, sondern so einen Käfig kaufen und die dann da hinten irgendwo aufsetzen. Letztes habe ich dann auch schon gesagt, wenn die jetzt schon Kinder gemacht hat irgendwo hier im Haus und wir packen die Mutter irgendwo da hinten hin, dann die armen Kinder auch allein, geht auch nicht. Also lassen wir die Maus hier einfach leben, ist auch egal. Ja, ich weiß nicht, die lief hier immer mal so rum und so. Und jetzt ist sie da irgendwie reingesprungen und ertrunken. Ist ein bisschen ärgerlich eigentlich, arme Maus. Ja, das zweite Gewicht war abgefallen. Deswegen war das eben nur ein bisschen langsam. Jetzt ist das optimal. Ah, ist das schön. Ja, da baue ich mir hier morgen mein Partyzelt auf. Mein 4 Meter mal 3 Meter mal 4,50 Meter Partyzelt, weil hier scheint die Sonne am Tag, wenn es mal gerade nicht regnet. Das kann ich mir hier so schön hinstellen irgendwie, da habe ich ein bisschen Schatten. Und dann kann ich hier ordentlich noch sägen. Beziehungsweise kommt er morgen zu JR, jetzt ist er fertig. Ups. Und dann geht er los. Also Fußschalter überbrücken. Das hätte früher bei mir, als ich noch bei Montblanc gearbeitet habe, bestimmt eine Abmahnung gegeben. Aber davon kann ich auch noch ein Liedchen singen. Da exposen wir ja bald noch ein paar Storys so. Ja, schön. Ach, gerade stehen ist schon schön so auf dem Boden. Da immer ist ja wie die. Also den Filipinos macht das nicht aus. Die kochen ja auch noch auf dem Boden und so. Aber ich jetzt so. Mein Ding ist das nicht ganz so. Hi, mein Name ist Robin und ich bin ein gesundheitlich bedingter Berufsaussteiger. Und jetzt bin ich gerade bei der Arbeit. Wir müssen ein paar Skizzen anfertigen. Für so ein kleines Projekt. Und ich wollte jetzt, deswegen mal das Video, hier nochmal kurz zeigen. Das ist dieses Nudelgericht für 2 Euro. Da ist ein Eck drin, da ist noch eine ganze Schüssel Suppe mit drin. Ein bisschen Hackfleisch, ein paar Fleischstücken, Zwiebeln,
bisschen Gemüse, bisschen Lauch. Das war's. In diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschaut.